für diese Termine anmelden. Das heißt, wenn Sie Interesse haben, IoT bis zum Ende zu verfolgen, sollte theoretisch jetzt schon möglich sein, sich auch für die folgenden Veranstaltungen anzumelden. Die Agenda für den heutigen Abend, der Ingenieur Harald Pichler als Senior Researcher vom Forschung Burgenland wird uns sozusagen im ersten Vortrag begleiten. Er wird uns etwas erzählen über IoT Cloud, Sicherheit und das Vertical Farming Projekt. Dann werden wir den Herrn Dr. Ralf Schatterbeck hören, der CTO von Open Source Consulting ist, der vor allem über das Thema Security and Privacy uns etwas erzählen wird. Und last but not least werden wir den Stefan Imre hören, der Business Development Manager von der IoT Magenta Telekom. Ja, hallo, mein Name ist Harald Pichler. Ich werde euch heute einiges erzählen über IoT. Wie gesagt, die meisten werden mich kennen, auch von den Linux-Wochen und verschiedenen Veranstaltungen. Über mich werde ich jetzt gar nicht so viel erzählen, die meisten werden mich kennen. Seit einigen Jahren bin ich in der Forschung tätig, punkto Agrartechnik. Da geht es halt sehr viel über Sensorik. Ich werde euch was erzählen heute über Internet der Dinge und über industrielles Internet der Dinge. Im Prinzip ist IoT kein technischer Name, sondern ein Marketingname. Man kann sich das so vorstellen, IoT heißt eigentlich Geräte oder Gegenstände mit dem Internet zu verbinden. Heute ist es den meisten schon klar, was das heißt. Es geht ja von Kugelschreiberbrille, Kontaktlinsen, Glühbirnen. Heute kann man eigentlich alles ins Internet bringen. Vor einigen Jahren war das noch nicht so sichtbar. Ich glaube, heute ist es in jedem bewusst, man kann eigentlich alles ins Internet bringen. Damit sind natürlich Risiken verbunden, verschiedenster Natur. Auf das werden wir heute auch eingehen. Ich werde hauptsächlich was erzählen über industrielles Internet der Dinge. Wenn der Unterschied jemanden genauer interessiert, Wikipedia, industrielles Internet der Dinge zu lesen. Jetzt versuche ich dann noch weiter zu blättern, ja. Ich zeige euch heute ein Beispiel über industrielles Internet der Dinge. Für die Agrarwirtschaft im Prinzip geht es darum, ein Indoor-Farming-System zu entwickeln, as a Service mit einem Cloud-System als Prototyp. Wir arbeiten da zusammen mit Bytonic, das ist ein Start-up-Unternehmen im Burgenland, das Pflanzen in Hallen anbaut und versucht, Wirkstoffe zu maximieren für die Lebensmittelindustrie und für die Medizin. Und AET Österreich, das sehr viel mitarbeitet, punkto Safety. Und Cloud-Systeme und Security übernehmen wir. Ja, Safety bedeutet im Prinzip, die Dinge sicher zu halten, aber nicht im digitalen Sinn, dass keiner einbricht, sondern man könnte das auch so verstehen, bei Agrartechnik, dass die Pflanzen nicht sterben und die Benutzer nicht sterben. Das heißt, wenn jemand die Pflanzhalle betritt, sollte er nicht von Maschinen erschlagen werden, das ist Safety. Und man sollte auch beim Verzehr der Pflanzen nicht sterben. Ja? Das ist auch Safety. Security würde bedeuten, ich breche ein und drehe das Licht ab über digitale Wege. Das wäre dann der Security-Part. Was sind die Herausforderungen der heutigen Agrartechnik? Was ist Indoor-Farming? Was sind Industrie 4.0-Sensornetzwerke? Darunter versteht man IoT, also industrielles Internet der Dinge. Wir entwickeln einen cloudbasierten Prototypen, das soll skalierbar sein, es ist Safety eingebunden, Security und dann noch Self-Adaptability, damit das Gesamtsystem auf Störungen reagieren kann und Veränderungen, wenn möglich vollautomatisch. Ja, die Herausforderungen in der Agrartechnik sind, wir sind ziemlich viele Menschen auf dem Planeten und mathematisch würde es linear immer weiter ansteigen. Praktisch geht es natürlich nicht, weil unsere Erdkugel ist begrenzt und irgendwann einmal können wir uns nicht mehr ernähren. Wir haben leider auch die Klimaerwärmung zu verkraften, die wir teilweise selbst verursachen. Das macht das Ganze noch viel schwieriger. Wenn wir nichts machen, dann wird die Kurve ziemlich hoch in die Höhe gehen und dann ziemlich tief hinunter der Bevölkerung, weil dann wird der Planet bestimmen, was in der Zukunft passiert. Wenn wir es intelligent anstellen, können wir die Kurve des Wachstums der Bevölkerung limitieren und schauen, dass wir zu einer Bevölkerungsdichte kommen, die
für den Planeten erträglich ist und damit es uns gut geht. Was meine ich damit? Die Agrarflächen der Welt sind ausgeschöpft. Wir können nicht mehr Flächen lukrieren. Wir verlieren viele Flächen momentan wegen der Klima. Sarah, das, was passiert mit dem Mikrofon, bitte wieder aktivieren. Das Mikrofon. Ja, jetzt hört man dich wieder. Soll ich mal wieder umschalten auf dem Bildschirm? Folie, ja. Wo war ich jetzt? Was war das Letzte, was man gehört hat? Hört man mich? Ja. Okay. Ja, man hört. Das Letzte war Bevölkerungswachstum, die verschiedenen Anstiege. Ja. Wenn wir es gescheit machen, dann können wir das Ganze in einem Niveau halten, damit es uns allen gut geht. Die Klimawärmung reduzieren und dann ist das Ganze auf lange Zeit stabil. Warum Indoor-Farming? Indoor-Farming kann helfen, in Ballungsgebieten Dinge anzubauen. Man hat jetzt in Corona-Virus. Es hat gewisse Vorteile, wenn man lokale Dinge produziert. Momentan sind es ja die Masken und verschiedene Sterilisierungsmittel. Es kann aber auch Katastrophen geben, wo es sehr wichtig ist, kurzfristig auch Nahrungsmittel zu produzieren. Die Firma Bytonic arbeitet zusammen in Afrika mit Staaten und auch in Norwegen, um solche Systeme energetisch und kostenmäßig zu lukrativ zu gestalten, wärmemäßig und energiemäßig wegen der Klimawärmung und geldmäßig eben, damit man es auch als Firma betreiben kann und damit auch Geld verdienen kann. Agrartechnik der Zukunft. Man versucht eben Verkehrswege zu verhindern, in Hallen anzubauen, in Etagen ohne Erde. Man braucht gesteuerte Umweltparameter. Dadurch hat man dann Räume, die man eben, in die man eingreifen kann. Das heißt, man kann da drinnen ein künstliches Wetter erzeugen. Das führt dazu, dass man erstens einmal das ganze Jahr ernten kann, die Pflanzen schneller wachsen. Man kann die Insekten fernhalten. Dadurch braucht man keine Insektizide. Man kann ohne Pflanzenschutzmittel eben anbauen und schafft dann bei gewissen Sorten bis zu 18 Ernten pro Jahr. Man hat eine höhere Lebensmittelsicherheit, kürzere Lieferwege und braucht auch weniger Zeit. Dadurch sind Nahrungsmittel auch frischer. Was hat das jetzt mit IoT zu tun? Jeder kennt, der ein Smart Home hat, kann verschiedene Sensoren zu Hause anbringen, aus verschiedensten Gründen. Das eine kann sein Bequemlichkeit. Ich setze mich auf meinen Fernsehsessel oder Computersessel, das Licht dimmt runter, meine Lieblingsmusik beginnt oder was auch immer. Man kann aber auch durch Smart Home und IoT seine Heizung steuern. Man kann dann natürlich auch gewisse Services schreiben, zum Beispiel, ich habe eine Solaranlage, der Boiler ist voll, eine Wärmesolaranlage, dann macht er mich aufmerksam, ja, jetzt wäre es gut, das Warmwasser zu verbrauchen, zu duschen, zu baden oder sonstige Dinge damit zu tun, damit eben nicht ein Zusatzheizgerät anlaufen muss und so weiter. Das heißt, das industrielle Zeitalter von IoT hilft uns durch Daten sammeln, sie auszuwerten, auch Dinge zu verbessern. Das Smart Home ist eigentlich auch ein Internet der Dinge Gerät. Früher war es ein Telefon. Mittlerweile ist es ja ein vollwertiger Computer, der mit verschiedenen Sensoren Daten sammelt. Und damit kann man auch tolle Dinge machen. Das Interessanteste für mich persönlich ist eben das Navigationssystem mit dem Smartphone. Und dadurch, dass in jedem, fast jedem Auto ein Smartphone liegt, erkennen die Systeme automatisch, wenn es einen Stau gibt. Das ist dann das verteilte IoT-System. Beim Internet der Dinge für die Industrie sind wir hier ein Beispiel der Halle. Man hat auch sehr viele Sensoren. Man hat in einer Halle ungefähr 20.000 bis 50.000 Sensoren. Wir verwenden IPv6-Sensoren, also die direkt mit dem Internet kommunizieren können. Die sind energieoptimiert.
Das heißt, jeder Sensorcomputer verbraucht ungefähr 300 Mikroampere bei 3,3 Volt. Das sind ungefähr 100 Mikrowatt. Das ist ziemlich wenig. Wir verwenden Sensormanagement-Tools. Wir müssen die Sensoren auch wieder finden. Wenn Sie sich vorstellen oder wenn ihr euch vorstellt, Sie verteilt 50.000 Sensoren, da kann man sich noch 10 merken, vielleicht noch 20, die besseren vielleicht noch 50. Aber 50.000 kann man sich nicht merken. Erst einmal, wann haben wir sie wo installiert, von wem, unter welchen Bedingungen und so weiter. Man braucht auch Netzwerk-Monitoring-Tools. Da kommt man dann auch zu dem Safety-Part. Man muss ja irgendwie auch erkennen, funktionieren die Sensoren richtig. Das Ganze gibt es im Internet schon lang und bei dem Provider Netzwerk-Monitoring-Tool, da kann man genau feststellen, funktionieren die Computer, funktionieren die Router, funktionieren die Web-Services, bis zu welchem Level funktionieren sie, wie hoch ist die Temperatur eines Computers, das kennen die meisten von euch wahrscheinlich eh. Und das Ganze gibt es natürlich auch für IoT. In dem Fall verwenden wir Nagios mit IPv6-Erweiterungen für CoAP. Wir kommunizieren über CoAP, das ist ein freies IoT-Protokoll. Und wir bauen eben IoT-Cloud-Systeme über Rapid-Prototyping für den Prototyping-Zweck. Das ist Vertical Farming, da sieht man das kurz, das ist eine Idee von Dixon Despommier. Der lebt in New York, mittlerweile ist er, glaube ich, schon in Pension. Und er unterrichtet zwar noch und hatte 1999 die Idee für Vertical Farming. Wie ist er darauf gekommen? Sie haben Lebensmittel angebaut auf den freien Dächern. Und als die freien Dächer voll waren, haben sie sich überlegt, wie können wir in New York weiter was anbauen. Dann kam die Idee, ja, machen wir es in einem Haus. Aber nicht nur in einer Etage, sondern in vielen Etagen. Und daraus wurde dann ein Forschungsprojekt von 1999. Und diese Bilder hier sind Originalbilder von 1999, gezeichnet von einem Studenten. Das ist dann in einer Zeitung erschienen und dann hat die ganze Welt darüber gesprochen. Wie schaut das heute aus? Heute ist es Realität. Da sieht man ein Bild von 2015. Eine chinesische Indoor-Farm. Die amerikanischen schauen genauso aus. Der größte Produzent momentan ist Aerofarm in Amerika. Von China weiß ich es nicht. Welche Firma das ist, da gibt es wahrscheinlich viele Firmen. Aber die einer der größten Anlagen stehen in Hongkong, in Singapur und natürlich in Amerika. In Europa gibt es eher wenige Anlagen. Da sind wir eher hinterher. Es gibt eher so kleinere Anlagen in U-Bahn-Tunnel oder auf Dächern von Hotels und so. In Paris gibt es eine größere Anlage, aber auch Outdoor. Das ist in Europa im Kommen. Aber wie man schon sieht, sind da sehr viele Regale. Da werden die Wurzeln besprüht. Da ist eben keine Erde, kein Wasser drin. Wir haben das ähnlich mit einem Kubus auf der Universität. Da sieht man diesen Kubus mit verschiedenen Farming-Systemen. Wir vergleichen hier drei Farming-Systeme. Wir versuchen, das ideale Wurzelwachstum festzustellen bei verschiedenen Umweltparametern. Wir haben eben einen Roboterarm, das sieht man hier unten, unter diesem Plexiglasgehäuse ist ein Sprüharm. Der fährt hin und her und besprüht die Wurzeln. In der grauen Box ist eine Aeroponik-Anlage. Unten ist in der unteren grauen Box ist eben das Wasser mit den Nährstoffen. Und in der oberen grauen Box ist der Wurzelraum, da sind Sprühdüsen drinnen, oben über die Löcher setzt man dann die Pflanzen ein. Das Ganze ist in einem Kubus drin, der ist isoliert aufgebaut mit einem Luftpolster dazwischen, damit man die Umweltparameter bedienen kann. Und auf den Regalen wird der Vlies angebaut. Also Vlies ist, kann man sich vorstellen, wie ein nasser Stoff, wo der Samen drauf liegt, in einer Schale. Worum geht es bei uns? Um das ideale Wurzelwachstum herauszufinden. Aeroponik, wir verwenden Sensoren im Wurzelraum, im Pflanzenraum und eben über die ideale Versorgung herauszufinden. Der Roboter, hier sieht man ihn, der schaut, ist ein Gestell mit einem Arduino, ist es gelöst worden, oder mit einem Merkle-Board, das ist IoT-Funksystem realisiert, IPv6. Dann gibt es eben einen Sprühbalken, der fährt hin und her. Oben die LED-Lampen, da werden eben wird eben das Samen oben in so Schalen eingesetzt. Und eine Hochdruckpumpe, die eben dann
sprüht. Warum Sprühbalken? Das ist ähnlich wie Haare kämmen. Wenn wir uns die Haare kämmen, dann werden sie lockerer und besser. Und wenn man die Wurzeln nur besprüht, dann könnten sie verkleben. Und die Firma Bytonic ist draufgekommen, wenn man da mit einem Sprühbalken hin und her fährt, dann stimuliert das die Wurzeln noch stärker und es gibt ein stärkeres Wachstum. Dann sieht man eben beim industriellen Internet der Dinge, kommt auch stark auf Regelkreise an. Beim herkömmlichen IoT natürlich auch, wenn ich eine Heizungsanlage zu Hause habe oder eine Klimaanlage, die mit meinem Kalender kombinieren möchte, dann entstehen auch Regelkreise, damit ich zum Beispiel Energie sparen kann. Hier ist es ähnlich. Wir wollen hier eher weniger Energie sparen, sondern eher das ideale Wachstum der Pflanze kreieren. Da sieht man, man hat Licht. Die Lichtbalken, die muss man steuern. Dann hat man eben eine Kamera, die macht Bilder. Dann kann man das Wachstum eben beobachten. Dann hat man eben in dem Pflanzbereich die Pflanzen eingesetzt. Im Wurzelbereich sieht man die Wurzel, die Sprühdüsen. Das geht dann über eine Hochdruckpumpe von einem Reservoirkreis mit einem Regelkreis. Und rechts unten sieht man dann noch für die Nutrients die Regelkreise. Da sieht man eben pH plus, pH minus, um den pH-Wert des Wassers zu verändern. Dann A-B-Dünger. Das sind im Prinzip zwei gemixte Düngersubstanzen, die man erst im Wasser vereint. Man kann eigentlich, wenn man ohne Erde arbeitet, nur mit zweiphasigen Düngern arbeiten. Also es gibt eigentlich keinen Dünger in einer einzigen Flasche, den man verwenden kann, wenn man keine Erde hat. Dann sieht man hier einen Versuchsaufbau mit einer Eurobox. Das sind oben die zwei Lampen, links ist der Ventilator für den Wind. Die Pflanzen eingesetzt, drunter ist Wasser. Die Wurzeln reichen ins Wasser hinein mit einer Pumpe, da wird Luft hineingepumpt, damit das Wasserstoff, damit das Wasser Sauerstoff hat und die Wurzeln brauchen Sauerstoff. Jetzt kommen wir zu den Regelkreisen. Was ist ein Regelkreis? Im Prinzip ist ein Regelkreis, könnte man sich vorstellen, wie beim Radfahren. Ne? Wenn ich jetzt Rad fahre, muss ich lenken. Wenn ich nicht lenke, dann fahre ich irgendwo rein oder komme eben nicht zu meiner gewünschten Stelle. Und das heißt, wenn ich jetzt den Lenker nach links und rechts bewege, das ist das Stellglied, und dann komme ich drauf, durch meine Messglieder, meine Messsensoren, ich bin am richtigen Weg bin nicht am richtigen Weg, und dann kann ich das Ganze wieder korrigieren. Ja, da gibt es die Regelstrecke dazu. Die Regelstrecke, da gibt es eben Störgrößen. Ja. Das ist beim Radfahren eben der Wind und verschiedene Umwelteinflüsse. Bei uns sind die Störgrößen natürlich das, die Trägheit des Systems. Was ist träge? Ja. Die Pumpen verhalten sich nicht immer ganz gleich. Wir brauchen gewisse Sprühmengen. Wenn wir die Temperatur verändern, wirkt der Raum dagegen natürlich. Das ist auch ein relativ träges System. Und dazu braucht man eben eine Regelung. Da gibt es eben Zweipunktregler. Den kennt, glaube ich, ja jeder. Man hat daheim einen Lichtschalter, den kann man ein- und ausschalten. Das ist der Zweipunktregler. Es werde Licht, ich schalte den Schalter ein. Oder es soll dunkel werden, dann schalte ich den Schalter aus. Was ich damit relativ schlecht realisieren kann, ist eine Dimmung. Ich kann zwar ganz schnell ein- und ausschalten, dann wird es aber maximal flackern. Also ein schönes Licht irgendwo dazwischen wäre ich nicht hinkriegen. Wenn ich das will, braucht man eben keinen Zweipunktregler, sondern eben stetige Regler. Wir verwenden der PID-Regler. Dazu hören wir später noch kurz ein bisschen mehr. Wir verwenden auch Node-RED für die Simulation der Regelschleifen oder für die Konstruktion der Regelschleifen, der digitalen Regelschleifen. Das Tool ist von IBM, ist im Prinzip aufgebaut mit Input Bausteinen, Verarbeitungsbausteinen, Output-Bausteinen. Man kann damit verschiedensten Protokollen in den Input-Bausteinen hineinfahren. Das Ganze lässt sich dann eben innen verarbeiten und dann kann man wieder mit beliebigen Protokollen rausfahren. Und zu der Verarbeitung gibt es ja ganz viele Nodes, die man da hineinspielen kann in das Node-RED. Und wir verwenden das Node-RED Contribute PID-Regler. Es gibt auch PID-Regler für Arduino. Natürlich gibt es auch PID-Regler für PCs. Die verwenden wir für unsere Regelstrecken.
Hier sieht man dann, der Zweipunktträger schaltet im Prinzip ein und aus. Das heißt, meine Ausschwelle heißt, ich will 20 Grad, dann schalte ich ab. Dann wird es wieder kühler und sage, okay, bei 18 Grad schalte ich wieder ein. Ja. In der Praxis aber so ist, dass es bei 20 Grad, wenn ich die Heizung abdrehe, bleibt es nicht bei 20 Grad, sondern es wird wärmer werden, weil die Heizung hat ja noch Energie in sich. Und das kann aber, und dann wird es wärmer. Das kann aber zum Problem führen, wenn ich das genau einhalten muss, brauche ich stetige Regler. Die stetigen Regler bestehen im Prinzip aus drei Reglern. Einen proportionalen Anteil, da kann man sagen, das ist ungefähr soll minus ist, mal einen Faktor, das ist der Regelwert, den ich habe. Damit kommt man aber nie zum gewünschten Wert, sondern ist immer noch drunter. Dann gibt es einen I-Wert, den Integralteil, damit kann ich schon diese Lücke auffüllen und den Wert erreichen. Aber ich habe auch Störgrößen, die kurzfristig wirken, dazu brauche ich den Differentialteil, der schaut man sozusagen in die Zukunft und kann darauf reagieren. Was heißt das dann in der Praxis? Man braucht einen P-Faktor für den Proportionalteil, einen I für den Integral und einen D für den Differentialteil. Und im Prinzip sind das drei Regler, die ineinander greifen. Das klingt jetzt relativ kompliziert. Man muss das aber nicht selber schreiben. Es gibt dafür Bibliotheken. Es ist aber nicht so schwer, das zum Schreiben. Damit ihr das besser versteht, wer von euch Programmierer ist, da gibt es beim Standard Arduino IDE, gibt es auch die PID-Regler. Da sieht man hier, man sagt einmal, okay, der Output ist der Pin 3, der Input der Pin 0. Das könnte zum Beispiel der Input 0 ein Analogwert sein. Zum Beispiel die Temperatur und der Output 3 könnte ein Heizelement sein, das ich mit PWM ansteuere. Dann kann ich eben schon mit verschiedener Kraft heizen. Dann habe ich dann meinen K, meinen P, meinen K-Anteil von 2, meinen I-Anteil von 5 und meinen KD-Anteil von 1. Und dann sagt man, erzeuge mir ein Objekt von MyPID, übergib den Input, den Output-Pin, den Setpoint. Ich glaube, das ist, ob er sofort beginnen soll oder nicht. Den KI und D-Anteil und die Direction. Man kann es auch invertieren. Das ist die Direction, ob er rauf oder runter steuern soll. Dann gibt es das Setup, da wird das noch der Input, also der Pin auf Input geschalten, gelesen, Entschuldigung. Das Setpoint auf 100 gestellt. Ich glaube, das hat mit dem PWM zu tun. Auf Automatikmodus wird er gestellt, das heißt, der beginnt sofort zum Regeln. Und dann habe ich die Loop-Schleife. Da sieht man im Prinzip wieder die Regelschleife. Man liest den Ist-Wert aus, führt dann den PID-Regler zu und schreibt die Regelgröße hinaus, die sich ergibt. Man sieht auch, die Software ist nicht sehr kompliziert. Man kann das relativ leicht implementieren. Warum das Ganze in verschiedenen Ebenen dann abgehandelt wird, sehen wir gleich. Jetzt kommen wir wieder zum IoT-Sensornetzwerk. Im Prinzip ist es so, dass man einen Router braucht. Das ist hier dieser rote Punkt. Dann haben wir irgendwie das Internet und seine Bedieneinheiten. Im Internet ist die Cloud, wenn man so will. Die Bedieneinheiten können Smartphone, Tablet sein, aber natürlich auch Sensorknoten, die eben ein Lichtschalter sind. Da sieht man hier die Sensorknoten, die funken bei uns und unterhalten sich über IPv6. Das ganze System funktioniert mit IPv6. Das hat auch damit zu tun, dass man keine IPv4-Adresse mehr hat. Und IPv6-Ranges bekommt man relativ leicht. Das Ganze ist eine Funkwolke hier, die man hier sieht. Und das ist ein Mesh-Netzwerk. Das heißt, jeder Funkknoten kann nach Routen. Und so können hintere Funkknoten über andere Funkknoten mit dem Edge-Router sprechen, auch wenn sie ihn direkt nicht sehen, weil zum Beispiel die Entfernung zu weit weg ist. Wie kann man jetzt sowas in den Griff bekommen? Wenn man große Netze hat, wir haben mehrere Probleme, die wir lösen müssen. Das erste Problem ist, wir haben verschiedene Teilnehmer. Ja? Das wäre bei uns eben sozusagen der Edge Router 1 ist ein Teilnehmer, Edge Router 2, Edge Router 3. Nehmen wir an, Edge Router 1 ist die Firma Bytonic, die ist bei Mattersburg und die haben kein IPv6. Edge Router 2 ist bei uns auf der Universität und Edge Router 3 ist in Kärnten. Dort gibt es auch IPv6.
Jetzt haben wir da noch eine Wolke, da betreiben wir ein VPN, einen Server, da rennt unsere Cloud und einen Laptop, das ist der User. Der VPN rennt auch auf einem Server, den haben wir da jetzt nicht, im Prinzip nicht dargestellt. Was macht das VPN? Wir verwenden die Software OpenVPN dazu. Das hat zwei Aufgaben. Erstens einmal stellst du den Teilnehmern IPv6 zur Verfügung. Da wird IPv6 getunnelt über IPv4. Und das zweite ist, es ist verschlüsselt und nur Teilnehmer, nämlich Edge-Router, Computer, Laptops und Server, können nur beitreten, wenn sie die Keys kennen. Das heißt, wenn die Geräte die richtigen Keys haben, sind sie in der VPN-Wolke drin. Was man hier sieht, es gibt ja noch diese kleinen Ringel in diesen Wolken. Das heißt, jeder Edge-Router verwaltet über die ETH1, was bei uns ein Sendesystem ist, auf 802.15.4-Basis. Das ist industrielles Funk für IPv6, wenn man, oder eigentlich industrielles Funk, industrieller Funk auf verschiedenen Frequenzen mit geringer Bandbreite. Über Six-Lopan ist ein Protokoll, kann man darüber dann auch IP sprechen. Dann sieht man da diese Ringe, das sind die Sensorknoten. Und Edge-Router, die Six-Lopan sprechen müssen, mindestens 250 Funkknoten können. Das Protokoll kann theoretisch 3000 Funkknoten verarbeiten. Und wir verschlüsseln das in der Funkwolke noch mit Link Layer Security in der Wolke an sich. Die Ringel müssen dem VPN gar nicht bekannt sein. Diese Ringel sind Funkknoten, melden sich beim Edge-Router an. Der Edge-Router routet über RADVD das Ganze auf die ETH0. Die ETH0 hängt im VPN. Und das VPN weiß über die Parametrierung, dass hinter dem Edge-Router wieder ein Netzwerk ist. Das hört sich ein bisschen kompliziert an, es geht aber mit OpenVPN ganz einfach. Da teilt der VPN-Server mit, bitte route mir das. Gibt die Informationen an dem Edge-Router, der Edge-Router aktiviert das dann im Kernel automatisch und dann kann man das eben von hinten durchrouten. Und der RADVD macht dann den Rest und in die Gegenrichtung konfiguriert man es am Serverteil von VPN. Das bedeutet im Prinzip, wenn man das so macht, wie es wir momentan machen, kann jedes Ringel mit jedem Ringel reden, ja, über die verschiedenen Edge-Router. Und am Server haben wir unser Cloud-System. Da verwenden wir IO-Broker und IO-Broker sammelt die Daten. Und das Ganze ist dann skalierbar. Wenn ein Edge-Router voll ist, nimmt man einen nächsten Edge-Router. Wenn der voll ist, einen dritten, einen vierten, einen fünften und so weiter. Hier sieht man im VPN, dass wir mit IPv6-Adressen arbeiten. Da bekommt man einen Präfix und Edge-Router haben eben 56er Präfixe. Für die Edge-Router-Bereiche und das wird dann auf die verschiedenen Edge-Router aufgeteilt und alle Funkknoten verwenden die hinteren 64-Bit. Das bedeutet, das Präfix vom Edge-Router plus hinten die 64-Bits ist die IP-Adresse. Und das mit den 64-Bits ist recht günstig, weil die MAC-Adresse besteht aus 64-Bit. Was ist eine MAC-Adresse? Jedes IP Device, ob das jetzt WLAN ist, Six-Lopan oder egal was, wenn es IP redet oder eine Ethernet-Karte, muss eine MAC-Adresse haben und die muss eindeutig sein. Heute werden fast nur mehr 64-Bit MAC-Adressen verwendet. Und das hat den Vorteil, die MAC-Adressen sind noch drauf gedruckt auf die Teile und dann kann man eben dieses Gerät dann auch wieder finden. Die Nodes selber haben eine fixe IP-Adresse, 64-Bit vom Provider. Und die 64-Bit ist die MAC-Adresse. Jetzt kommen wir zum nächsten Teil. Also wir wissen schon einmal, unsere Sensorknoten reden alle IPv6. Jetzt sieht man hier unten den VPN-Server, der braucht Zertifikate. Die Zertifikate bekommen die Edge-Router, aber die brauchen auch ein Präfix. Und dieses Präfix verwenden sie für den hinteren Teil, für diese Funkwolken. Und in jeder Teilnehmer dieser Funkwolke ist ein Minicomputer, die sehr wenig Strom brauchen, die reden IPv6.
über Six-Lopan, das ist das, der Layer 1 und Layer 2 in dem Fall, und über Link Layer Security. Wenn ich jetzt in der höheren Ebene CoAP, HTTP, MQTT oder OS Core verwenden möchte und das noch secure, dann brauche ich noch weitere Zertifikate, nämlich für DTLS und TLS. Und dann kann ich mit CoAP S fahren oder HTTPS oder MQTTS oder OS Core. Ne? Ich meine, ich nehme an, ihr wisst, was HTTPS ist. Das ist so wie HTTP, nur verschlüsselt. Das gleiche ist wie CoAP. Es gibt CoAP, das freie Protokoll, das RESTful Services, wer CoAP nicht kennt. So ähnlich wie HTTP, da gibt es Get, Post, Put, Delete, aber nur über UDP, nicht über TCP. Und das eben, die Headers kann man noch komprimieren und deswegen verwenden wir das gerne für IoT, weil dann weniger Daten anfallen und es ist auch schneller. MQTT kennen wahrscheinlich auch einige von euch. Das ist ein proprietäres Protokoll von IBM, was schon sehr lange im Einsatz ist. Ist sehr beliebt, wird von IBM gepusht und ist auch ein sehr gutes IoT-Protokoll, aber eben nicht frei. OS Core ist eine neuere Entwicklung, die es ermöglicht, MQTT und CoAP mit DTLS zu verschlüsseln, aber den Overhead zu verringern. Das bedeutet, mit OS Core ist man viel, viel, viel schneller beim Handshake wie bei CoAP S oder MQTTS. Und das wurde das so eben entwickelt, um den Energieverbrauch beim Handshake zu minimieren und auch die Response-Zeiten viel höher zu halten. Das kommen wir in die nächste Ebene, jetzt können wir eben schon verschlüsseln. Da kommen wir zum nächsten Problem, was man oft hat. Wenn Sie sich erinnert, ist einmal die Ariane-Rakete abgestürzt, das ist schon länger her. Das lag an einem Kommunikationsproblem von physikalischen Einheiten. Es gibt dort ein Triebwerk, also mehrere Triebwerke und verschiedene Kontrollrechner und Steuerungssysteme. Die waren sich aber nicht einig, weil ein System wurde in Europa produziert und eins in Amerika. Eins hat in Kilobound gerechnet und eins in Newton. Und Kilobound, also Bounds und Kilogramm sind nicht gleich, wie man weiß. Das wussten die aber nicht, die Systeme. Und jeder glaube, er redet eh in meiner Einheit. Das passiert heute noch sehr häufig, dieses Problem. Und da gibt es eben auch eine freie Implementierung eines Protokolls oder eben ein RFC. Wahrscheinlich kennt ihr alle RFCs. Ein RFC ist eine Beschreibung einer Problemlösung einer Kommunikation, kurz beschrieben. Ja. Es gibt RFC für Tastaturtreiber, es gibt RFC für ziemlich alles, für Telefonie und so weiter und so fort. Da gibt es eben ein RFC, SendML heißt das, Sensoric Markup Language. Das definiert erstens einmal, welche Einheiten darf man benutzen, wie sind sie kodiert und so weiter. Und dann kann man sich noch die Übertragung aussuchen. Man kann sagen, man möchte in JSON das Ganze übertragen, XML oder in CBOR. CBOR ist im Prinzip binäres JSON oder XML. Und oben ist dann ein Beispiel eben von einem IoT-Framework, Arrowhead. Wir setzen aber verschiedene Frameworks ein. Und die brauchen natürlich auch wieder einen Key, wo man sie verwalten muss. Jetzt haben wir ziemlich viel gehört über Schnittstellen, Kommunikation und so weiter. Jetzt kommt man schon drauf, aha, IoT ist mehr als ein Sensor. Ja. Man hat Kommunikationspfade, man hat Cloud-Systeme, man hat Kommunikation, man braucht Sicherheit, man braucht Monitoring. Und dann wird das Ganze relativ komplex auch in der Verwaltung. Wie verwaltet man das jetzt? Ja. Man sieht hier, man braucht eine Präfixverwaltung, eine Zertifikatsverwaltung für VPN, man braucht eine Routing-Verwaltung, eine Link-Layer-Security-Verwaltung, Zertifikatsverwaltung für DTLS, TLS, damit man CoAP S und so weiter reden kann und dann noch eine für die IoT-Tools. Das ist es, die eine Komplexität. Die zweite Komplexität bei industriellen Internet der Dinge ist Safety. Das war jetzt hauptsächlich Security, jetzt kommen wir zum Safety. Wir verwenden hier verschiedene Computing-Schichten. Wenn wir jetzt von oben nach unten gehen, oben ist das Cloud-System. Ich glaube, viele Leute von euch kennen Cloud-Systeme oder sind User von Cloud-Systemen. Im Prinzip kann man sich das so vorstellen, das sind viele Computer in einem Raum
die dann auch in vielen Räumen sein können, die noch auf verschiedenen Kontinenten sein können, die verbunden sein können, auf den verschiedenen Kontinenten synchronisiert werden und so weiter. Dann sind das eben verteilte Cloud-Systeme. Das verwenden eigentlich alle großen Hersteller oder auch alle großen Dienstleister. Aber das ich sehe. Bei dem IoT gibt es dann eben noch die Edge-Router. Die sind dann schon näher im Geschehen. Das ist dann meistens schon zu Hause oder eben in der Farm oder im Büro. Und an Edge-Routern hängen dann eben die ganzen Sensoren. Alle Ringer, die hier rund sind, sind Sensoren oder Aktoren. Und dann sieht man hier aber noch Fog Computing, Fog Nodes. Das ist eine Definition von Cisco. Wer da näher nachlesen will, Wikipedia Fog Nodes. Das bedeutet, auch die Fog Nodes können Daten verarbeiten, zwischenverarbeiten oder auch steuern und regeln. Wir verwenden die Fog Nodes, das sind bei uns die gleichen Sensoren, Sensorcomputer wie die ganzen Sensoren. Das ist nur eine Software-Sache. Das heißt, wenn der Fog Node auch steuern muss, dann bekommt er diesen Arduino PID-Regler, den wir gesehen haben. Und kann dann eben die Sensoren und Aktoren steuern. Das brauchen wir zum Beispiel beim Sprühbalken. Der Sprühbalken, die Sprühdüse muss so schnell gesteuert werden mit 10 Millisekunden Einheiten. Das bekommen wir über die Edge-Router nicht zusammen über das Netzwerk und auch nicht über das Cloud-System. Das wird viel zu lange dauern. Das heißt, die Fog-Nodes machen die schnellen Regelkreise. Die etwas langsameren Regelkreise machen die Edge-Router. Die Edge-Router sind bei uns Raspberry Pis. Jetzt in der Version 4. Darauf ist aber auch schon ein IoT-System installiert, IO Broker. Und in der Cloud, was bei uns aus einem wirklichen Cloud-System besteht, rennt auch ein IO Broker, der die Daten sammelt. Das heißt, wir haben verschiedene Computing-Schichten. Und die Edge-Router haben eben IO Broker-Systeme und das Cloud-System auch. Und alle IO Broker zusammen bilden einen virtuellen IO Broker. Und jetzt nehmen wir mal Störfälle an. Die Cloud fällt aus. Wir haben nur noch die Edge-Router. Die sehen sich aber nicht mehr, weil nehmen wir an, die Verbindungen fallen auch aus. Dann erkennen die das und fangen an, die Dinge, die früher in der Cloud liefen, selbst zu machen. Das heißt, sie speichern die Daten in den IO-Brokern, in den eigenen IO-Brokern und bedienen auch die Regelkreise lokal, die früher in der Cloud waren. Wenn jetzt die Edge-Router ausfallen, aktivieren sich Regelkreise in den Fog-Nodes, die vorher nicht aktiv waren, weil sie bemerken, aha, ich kann den Edge-Router nicht sehen oder mein Cloud-System nicht mehr sehen, dann fangen an, die Fog-Nodes selbst zu steuern. Und wenn es zu Störfällen kommt, dann werden die Steuerungen noch umgeschalten. Im Normalbetrieb wollen wir, dass die Pflanzen maximal wachsen. Im Störfall, zum Beispiel Stromfall aus, wollen wir, dass die Pflanzen maximal überleben. Ob sie wachsen oder nicht, ist irrelevant. Sie sollen nicht sterben. Sagt jeder, ja, mein dummer Blumentopf kommt auch 2 Monate aus, wenn ich auf Urlaub bin. Aber bei Pflanzen ohne Erde, wo die Pflanzenwurzeln nur in der Luft hängen, ist das Ganze sehr gefährlich für die Pflanze, weil nach 20 Minuten ist sie tot. Das liegt daran, dass die Wurzeln austrocknen. Und wenn die Wurzel trocken ist, stirbt die Pflanze. Die kann man auch nicht wiederbeleben. Zumindest normale Pflanzen nicht. Und die stirbt dann. Und wenn man sich jetzt diese große Halle sieht und jetzt nehmen wir an, der Strom fällt aus, die Wurzeln sterben alle ab, dann hat man ziemlich viel Schaden. Ja. Wenn man rechnet, jeder Salat bringt einen Euro, da drinnen sind, ich weiß nicht, 500.000 Salate, dann sind das 500.000 Euro Schaden. Ja. Und das will man eben verhindern, dass die Pflanze stirbt. Das heißt, wir haben dann eben ein Safety-System, was je nach Ausfall stufenweise runterschaltet. Man kann sich wie ein Raumschiff vorstellen, das Lebenserhaltungssystem muss bis zum Schluss laufen, weil sonst sterben die Raumfahrer. Ja. Es hat keinen Sinn, wenn man sagt, egal, die Geschwindigkeit ist wichtiger. Naja, was nutzt man, wenn ich beim Mars ankomme, aber alle sind tot. Ja. So ähnlich ist es hier. Es nutzt man nichts, wenn sie schnell wachsen könnten, aber eben sterben. Wie schauen diese Funkknoten aus? Hier sieht man so ein kleines Blechkastel. Das innere Blechkastel wird von Dresden Elektronik produziert. Da drinnen ist ein Atmel-Chip mit Funktransiver. Dazu kann man Software schreiben, entweder auf die harte Tour von Null weg. Wir verwenden ein Betriebssystem dazu.
Das nennt sich Contiki OS, das haben wir umgeschrieben. Es gibt ein Arduino Contiki von uns. Das haben wir erweitert. Wir haben den Arduino-Code hergenommen und den Contiki-Code hergenommen und vereint. Das bedeutet im Prinzip, in dem Betriebssystem läuft dann ein Thread und in dem Thread läuft dann der Arduino-Code. In der Praxis heißt das, man kann dann alle Arduino-Examples verwenden. Und wenn man das kann, ist man schon bereit mit Prototyping. Das heißt, wenn ich relativ schnell Sachen probieren und verändern kann, ohne alles im Detail zu schreiben und das schnell noch austauschen kann, dann hat das schon mit Rapid Prototyping zu tun. Da sieht man dann nach links ein rotes Blättchen, das ist Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren, die sind selbstkalibrierend. Hier sieht man eben das Modul, das ist ein Merkur-Board. Da sieht man die Antenne, darunter die zwei Batterien. Wir machen es in dem Fall mit Batterien, weil wir nicht so viele Sensoren haben. Und die halten ungefähr ein Jahr, diese Doppel-A-Batterien. Man kann auch natürlich Energy Harvesting verwenden oder machen, damit sich der Sensor Energie selber aus der Umwelt holt. Wenn das wem interessiert, kann ich N-Ocean empfehlen, die Seite N-Ocean, die bauen nur Sensoren oder sehr viele Sensoren, die sich selbst versorgen mit Energie. Als Edge-Router verwenden wir einen Raspberry, auf der rechten Seite sieht man den. Jetzt verwenden wir einen Raspberry 4, früher haben wir die 3er verwendet. Da geht einem einmal relativ schneller Speicher aus, wenn man einen IO-Broker benutzt. Und mit dem Raspberry 4 geht das viel besser. Dieser linke Knoten, der verbraucht auch tatsächlich nur 300 Mikroampere mit dem Sensor. Und da wird jede Minute ein Messwert abgefragt. Wir messen auch nur einmal die Minute. Man kann auch schneller natürlich messen, nur ist es bei uns nicht notwendig, die Temperatur und Feuchte schneller zu messen. Hier sieht man wieder so ein Dresden-Modul mit einem Merkur-Board. Das ist im Prinzip die Netzwerkkarte, da ist eine Software drin, die eben dann eine Netzwerkkarte über Linux wie die Serial bereitstellt und das Routing übernimmt. In dem Fall ist es so parametriert. Und das bildet eben die Funkanbindung der Funkwolke. Hier sieht man noch den Sensorknoten, der besteht aus verschiedenen Softwaremodulen. Und man sieht auch, dass die Verbräuche im REM und ROM relativ gering sind. Das ist auch notwendig, damit wir wenig Strom brauchen. Kann man nicht mit so viel großen, starken Rechnern arbeiten, sondern eher mit Mikrocontrollern. Weil wir reden ja hier von im Betrieb eben von 300 Mikroampere plus Sensor. Und wir reden auch hier von Echtzeit, das heißt, wenn ich den Sensor anpinge, antwortet er in ungefähr 200 Millisekunden Pingzeit. Das heißt, der Sensor ist auch dauernd online und erreichbar bei 300 Mikroampere. Warum ist es bei uns so wichtig, diesen Stromverbrauch zu minimieren, wenn man sagt, okay, ich nehme Sensoren, die brauchen 1 Watt, das klingt nicht viel, 1 Watt, aber wenn ich 50.000 Sensoren habe, dann habe ich 50 Kilowatt. Das rund um die Uhr, 24 Stunden und das ganze Jahr, 365 Tage. Ja. Und wenn man sich das ausrechnet, dann kriegt man eine ziemlich große Stromrechnung. Wahrscheinlich in der Größenordnung von 80.000 bis 100.000 Euro im Jahr. Und wenn ich dann noch 10 Hallen habe, dann bin ich schon bei 1 Million Euro Stromrechnung, nur für die Sensorknoten. Da sind die Router nicht dabei, die Klimaanlage nicht dabei, das Licht nicht dabei, kostet dann ziemlich viel Geld. Und der CO2-Abdruck wäre auch relativ groß. Wenn man jetzt sagt, okay, ich nehme jetzt Sensorknoten, die 300 Mikroampere brauchen, dann bin ich bei 100 Mikrowatt und dann bin ich bei 50.000 Sensoren bei 50 Watt. Und das ist der Unterschied, ob man 50 Watt braucht oder 50 Kilowatt für die gleiche Aufgabe. Damit will ich nur sagen, in Zukunft oder schon längere Zeit ist es wichtig, nicht nur Dinge zu realisieren, sondern auch intelligent zu realisieren. Damit meine ich intelligent, naja, wir wollen auf der Erde überleben, wir können den Klimawandel nicht unendlich in die Höhe pumpen, irgendwann einmal könnten wir wahrscheinlich gar nicht mehr überleben. Das bedeutet aber nicht, dass ich nicht mehr Auto fahren darf, dass ich keine Sensoren bauen darf und so weiter, nichts darf. Man kann alles wie bisher machen, nur bitte intelligent. Es gibt für ziemlich viele Dinge intelligente Lösungen, weniger CO2 zu verbrauchen, obwohl ich das gleiche hinausbekomme. Was verwenden wir hier noch?
um das Ganze, diese Sensorknoten irgendwie unter Kontrolle zu kriegen und die ganzen Webservices irgendwie unter Kontrolle zu kriegen, verwenden wir Nginx Webserver als Reverse Proxy. Ich nehme an, die meisten von euch wissen, was ein Reverse Proxy ist. Ein Reverse Proxy stellt verschiedenste Webservices über einen einzigen Computer dar, ja, obwohl die Webservices von verschiedensten Computern dahinter laufen oder auf dem gleichen mit verschiedenen Ports. Das sagt man im Nginx, aber wo man was findet. Und von außen kann man über eine einzige IP-Adresse darauf zugreifen und über die URI kann man dann die verschiedenen Dienste bereitstellen. Das ist auch für Smart Home sehr interessant, wenn ich zum Beispiel eine Philips Hue habe mit einem gewissen Interface und dann, ich weiß nicht, meine Stereoanlage hat zum Beispiel einen Webserver drin und dann mein Fernsehgerät und ich weiß nicht, was alles Webserver hat und eine Heizungsanlage, die einen Webserver hat, dann könnte ich die von außen nur über Clouds erreichen, die sich eben durchtunneln, über Clouds verbinden. Aber wenn ich jetzt selber meine Geräte zusammenbinden möchte, dann brauche ich eben Reverse-Proxys. Ich glaube, ich brauche noch ungefähr 10 Minuten, weil der Ralf schreibt, ich sollte zum Ende kommen. Ich wollte 45 Minuten reden, 10 sind noch übrig. Dann verwenden wir IO-Broker, um die Daten zu sammeln, davon haben wir schon gesprochen. Dann brauchen wir Node-RED. Node-RED läuft im IO-Broker als Modul. Node-RED verwenden wir für die Regelschleifen. Dann verwenden wir auch noch künstliche Intelligenz für das Wachstum der Pflanzen. Da gehe ich heute nicht drauf ein. Dann verwenden wir die Arrowhead-Framework, das ist ein IoT-Framework für Safety, für Security. Da registrieren wir die Knoten. Dann Meteor.js verwenden wir als Frontend-Backend-System, Datenbank und Apps, damit wir eben die User dranbinden können mit ihren Geräten. Meteor Kitchen ist für Rapid Prototyping da. Meteor Kitchen beschreibt man in den XML-Feld, was man will, und das baut der Meteor.js-Code. Natürlich ist Network Monitoring noch ganz wichtig. Man braucht Network Monitoring, um die Knoten zu finden. Bei IoT ist es umso wichtiger, weil man dann meistens sehr viele Knoten hat. Wir verwenden dazu Nagios. Früher haben wir Moonin verwendet, aber wir steigen jetzt auf Nagios, um weil es wieder Debian-Pakete gibt. Eine Zeit lang gab es keine Debian-Pakete, da haben wir Moonit verwendet. Und da sind eben Nagios und ihre Derivate viel bequemer. Wie schaut so ein Cloud-Prototyp aus? Wir haben eben den NGX-Webserver mit verschiedenen Frameworks dahinter. Hier sieht man eben das Arrowhead-Framework, Node-RED, Meteor.js, Meteor Kitchen und Network Monitoring, und dann haben wir noch IO-Broker, der ist dann nicht eingezeichnet, die laufen auf verschiedenen Ports und die werden über den Reverse-Proxy, über den einzigen HTTPS-Port zur Verfügung gestellt. Das hat auch den Vorteil, dass man die verschiedenen Services in einer Webseite vereinen kann und dann über HTTPS weiterleiten kann. Dann habe ich eben nur eine Unsicherheitsschnittstelle, wo man eingreifen, oder einen Angriffspunkt, die HTTPS-URL von außen, die in den Server hineinkommt. Dann sieht man hier noch das Dashboard von dem Framework, von unserem IoT-Cloud-System, da sieht man eben Temperatur und, also ich glaube, das sind EC und pH-Werte, also die Leitfähigkeit des Wassers und der pH-Wert über die Zeit. Und ja, die Tabelle habe ich da gar nicht hineingefügt. Das Ganze ist von der EU finanziert und Open Source, also jeden, den es interessiert, kann uns kontaktieren, wie man das macht, wie das Ganze funktioniert. Und warum ich euch den Vortrag heute gezeigt habe, ist eigentlich zu zeigen, IoT, einen Sensor ins Netz bringen, ist nicht so schwierig, aber viele Sensoren ins Netz zu bringen, sie zu verwalten, zu monitoren, etwas Sinnvolles damit zu machen, dass auch Safety, Security und skalierbar ist, hatten eben schon ganz andere Herausforderungen. Warum ich auch so ein Beispiel gewählt habe, ist für Firmen, die denken, ja, sie wollen ins IoT einsteigen, ich habe eine Idee, ich baue mir meine Sonnenbrille, die im Netz hängt, mit UV-Sensoren, und da muss man ja nur, und dann kommt man dann drauf, wenn man dann das Ganze skaliert, monitort, die Daten sammelt, verarbeitet und dann auch den Usern über Apps bereitstellt, wird das ziemlich komplex, wenn man dann eben nicht nur einen User hat, sondern 100.000, eine Million oder mehrere Millionen User, wird das dann schon ziemlich, ziemlich aufwendig. Und man sieht schon, dass der IoT-Sensor entwickeln dann eigentlich das kleinste Problem ist.
Ich hoffe, dass ich euch einen Überblick gegeben habe, was industrielles Internet der Dinge bedeutet. Ja, die Firma Bytonic möchte eben möglichst schnell Pflanzen heranwachsen lassen und gewisse Inhaltsstoffe maximieren. Sie produzieren Pflanzen für die Lebensmittelindustrie, nämlich für Zusatzstoffe, also wie sagt man da, Nahrungsmittelergänzungen. Und viele dieser Nahrungsmittelergänzungsstoffe kommen von Pflanzen. Jetzt könnte man denn natürlich, Sie haben angefangen mit Wasabi. Ja, echtes Wasabi ist ziemlich teuer und ziemlich schwierig zum Anpflanzen. Man kann auch nicht viel mehr Wasabi anpflanzen auf der Welt, weil das über Wasser gehen muss, in Wasserbecken. Und da gehen uns die Ressourcen aus. Und jetzt haben Sie eben einen Weg gefunden, Wasabi in solche Euroboxen anzupflanzen. Und das war Ihr Einstieg damals, um auch mit großen Firmen ins Geschäft zu kommen. Und Ihr Geschäftsmodell ist jetzt eben, Pflanzen zu produzieren, die Inhaltsstoffe haben, die andere brauchen. Und Sie konnten durch Steuern dieser Parameter, was wir gesehen haben durch diese Roboterbox, alleine durch Licht, Zugabe von verschiedenen Nährstoffen und das in gewissen Relationen halten, kann man gewisse Inhaltsstoffe um den Faktor 100 erhöhen. Das bedeutet, ich brauche 100 mal weniger Pflanzen, um nach Ernte der Pflanze den gleichen Stoff zu extrahieren. Das ist Ihr Geschäftsmodell. Mhm.